Hey Leute, heute eine neue Folge bei Coconut Spirit. Und zwar, heute geht es darum, kann man zu viel Vitamin C zu sich nehmen? Was passiert, wenn man zu viel C zu sich nimmt? Und was sind die Folgen? Ja, ich habe es ausgetestet. Ich mache gerne Self-Studies und teste es an mir selber aus, weil ich gegen Tierversuche bin. Wenn ihr das Ganze unterstützen wollt und das Ganze befürwortet, dann zeigt mir es mit einem Daumen nach oben, kommentiert, was ihr davon haltet. Lasst uns gemeinsam tierfreie Versuche starten. Bevor wir anfangen mit dem hauptsächlichen Video, möchte ich euch da nochmal daran erinnern, die Tickets sind jetzt erhältlich auf www.bewusstlebenmitjassen.de. Das heißt, schnappt zu, seid dabei. Ich muss euch hoffentlich nicht daran erinnern, wie wertvoll so etwas sein kann, weil erstens, du bekommst Informationen, die du so im Netz nicht bekommst. Ich bin ziemlich offen, ich hau die Informationen immer raus, so wie es ist. Lass mich da nicht unterkriegen oder unterdrücken. Aber es ist nochmal was ganz anderes und du kriegst nochmal viel mehr Informationen, und als wenn du dir einfach nur Videos anschaust. Also einmal da haben wir schon den ersten Knackpunkt, warum es sich überhaupt lohnt. Dann musst du dir vorstellen, das Ticket, ja, das ist nicht ganz ohne vom Preis. 70 Euro ist da natürlich schon ein bisschen was drin. Aber man muss bedenken, dass du theoretisch gesehen ein richtiges Coaching bekommst, nicht nur von mir, sondern von vielen verschiedenen Leuten. Das heißt, du hast dort die Möglichkeit, siehst die ganzen Menschen persönlich, lernst die Menschen persönlich kennen, die sich ebenfalls mit Hilfe der Naturheilung geheilt haben. Das ist aber nochmal was ganz anderes, als wenn du dir einfach nur online irgendwelche Sachen anschaust oder live dabei bist und wirklich dich vernetzen kannst, die ganzen Informationen. Du hast halt wirklich die Möglichkeit, dort viele Menschen gleichzeitig zu treffen, die überall, wirklich in ganz Deutschland, aber teilweise auch europaweit verteilt sind. Und die Möglichkeit bietet sich da, eine Sammlung wirklich von den ganzen Menschen, das gibt es nicht oft. Diese Veranstaltung gibt es nicht oft und nicht viele Menschen trauen sich, so eine Veranstaltung zu planen, weil das Ganze natürlich sehr, sehr viel Aufwand mit sich trägt. Wenn du jemand bist, der natürlich da selber weiß, wie Veranstaltungen geregelt sind und wie kompliziert das Ganze sein kann. Ich habe es zum ersten Mal gemacht, das funktioniert. Wenn man etwas will, funktioniert es immer. Und ich freue mich, wenn du dabei bist. Natürlich kommen auch Überraschungsgäste. Ich habe Überraschungsgäste, erwähne ich extra nicht. Weil das wirklich, also es sind tolle Persönlichkeiten. Jede einzelne Persönlichkeit, die da ist, die dort als Sprecher mit dabei ist, ist wundervoll und hat eine wundervolle Persönlichkeit. Aber es gibt noch drei Überraschungsgäste, mit denen du wahrscheinlich nicht rechnen wirst, die teilweise auch aus einem anderen Bereich, vielleicht aus dem Motivationsbereich kommen und die wahrscheinlich dabei sind. Also das Ganze ist ein cooles Riesending. Ich freue mich selber darauf, total aufgeregt, wenn ich daran denke. Es gibt natürlich die ein oder anderen Personen, die mir auch eine Absage gegeben haben, weil ja, da ist doch jemand anders dabei und den finde ich nicht so sympathisch und deswegen will ich das Ganze natürlich nicht unterstützen. Sowas hört man natürlich dann auch, aber Ablehnung gehört dazu und das ist gar kein Problem. Deswegen, ich freue mich riesig, dir das Ganze präsentieren zu dürfen. Ich hoffe, dass du mit dabei bist und dir das Ganze persönlich anschaust. Du hast die Möglichkeiten, dort richtige Fragen zu stellen. Du hast die Möglichkeiten, live am Start zu sein und wirklich alles zu fragen, was du fragen willst, direkte Konfrontation mit den Experten zu haben und natürlich auch die VIP-Tickets, die sind natürlich auch nochmal was ganz anderes, die sind nochmal eine Klasse für sich. Du willst jetzt wahrscheinlich wissen, okay, 70 Euro ist viel Geld, ich bin der Veranstalter, dadurch weiß ich natürlich, was für Kosten da auf mich zukommen, deswegen ist das Ganze so einkalkuliert worden. Es bietet sich eine einzige Möglichkeit, noch günstiger an den Ticket zu kommen. Und zwar nur, wenn du dich bei mir auf meiner Website als Abonnent oder wirklich als Abonnent anmeldest. Das heißt, dass du immer auf dem Laufenden bleibst bei mir. Dann hast du die Möglichkeit, natürlich noch ein bisschen mehr abzusahnen bis zum 1.6., aber auch nur. Also auch das ist sogar zeitlich begrenzt. Okay, dann kommen wir jetzt mal zum eigentlichen Video. Vitamin C. Vitamin C, man hört ja auch oft und ich sage das auch sehr oft und sehr gerne, bei den meisten Superfoods, bei den meisten Supplements, bei den meisten, ob es jetzt Vitamine oder Spurenelemente sind, gibt es kein zu viel. Grundsätzlich stimmt das auch. Das heißt, du kannst überdosieren bis zum geht nicht mehr. Wer sich natürlich gerne da, auch was Vitamin D zum Beispiel angeht, habe ich ja auch ein Video, kann ich gerne seitlich irgendwo verlinken. 500.000 Einheiten habe ich da zu mir genommen und das ist ja eigentlich schon für eine offizielle Medizin absurd, habe ich gemacht, nichts passiert. Wenn man natürlich da auf alles achtet, ist alles gut. Aber ich habe tatsächlich auch schon mit Vitamin C selbst experimentiert. Das heißt, ich habe normalerweise kannst du ja die Dosis, ist ja immer angegeben, 100%, die du zu dir nehmen kannst. Und die sollst du bloß nicht überschreiten, weil das Ganze dann gefährlich sein kann. Das ist nur, um dich schwach zu halten.
das ist gelogen und erstunken. Aber natürlich gibt es auch ein zu viel. Das heißt, ich habe zum Beispiel, wenn wir jetzt vorgestern, ich habe Self-Study betrieben, mache ich regelmäßig, weil ich wirklich davon überzeugt bin, dass wir alles an uns selbst ausprobieren sollten. Natürlich alles im vernünftigen Sinne, also keine gefährlichen Sachen. Aber ich habe statt 100% der empfohlenen Tagesdosis habe ich 8100% der empfohlenen Tagesdosis Vitamin C zu mir genommen. Und das hatte natürlich keine guten Auswirkungen auf mich. Mir ging's, ich habe Bauchschmerzen bekommen und habe mich übergeben. Ja, also man kann wirklich auch bei Vitamin C etwas übertreiben. Das war definitiv zu viel und das hat mein Körper mir auch gezeigt. Natürlich nicht auf einem schlechten Sinne. Klar, ich hatte ein bisschen Bauchschmerzen, musste wirklich alles ausbrechen, was überhaupt nur in meinem Magen drin war. Und das Ganze war eigentlich keine schlimme Situation für mich. Für mich persönlich auch keine schlimme Erfahrung. Das Einzige, was ich daraus gelernt habe, ist, okay, es geht auch zu viel Vitamin C. Das heißt natürlich jetzt nicht, dass man bei Vitamin C vorsichtig sein will, nur oder vorsichtig sein sollte. Nur natürlich, weil ich auch immer sage, übertreibt auch gerne und gibt euch eine Überdosis von allem, auch bloß weiter damit machen, werde ich auch. Aber es gibt tatsächlich auch Grenzen, ab dem dein Körper dir ganz genau sagt, okay, das ist zu viel, das muss jetzt raus. In meinem Fall war es so viel, dass es komplett raus musste. Was auch kein Problem ist, weil ich werde mir die nächsten Tage wieder 5000% oder 4000% der Tagesdosis zu mir nehmen, aber nicht mehr 8100%. Das war nämlich die Grenze. Ich wollte gucken, wo ist das Limit? Und da kann nichts passieren. Ich habe keine Nebenwirkungen davon. Ganz im Gegenteil, mir geht es blendend. Mir geht es wirklich blendend und habe eine sehr starke Erfahrung machen müssen. Und ja, wie wir wissen, ist Vitamin C ja für unseren ganzen Stoffwechselprozess zuständig und für unser Gewebe, also für unsere Zellgewebe, für unsere Zellwände, für alles eigentlich. Also wirklich, dass der Vitamin C ist verantwortlich auch zum Beispiel für deine ganzen Vene, jedes Organ braucht Vitamin C. Vitamin C ist ein sehr, sehr wichtiges und nicht zu vernachlässigendes Vitamin, was unser Körper wirklich braucht. Und deswegen auf keinen Fall zurückschrecken und irgendwie aufhören, Vitamin C in Form von gesunder Variante zu supplementieren. Wie ich das Ganze natürlich nehme, wenn dich interessiert, was für ein Vitamin C ich nehme und wie ich Vitamin C nehme und woraus mein Vitamin C gewonnen wird, dann schau dir das Ganze gerne in meiner Infobox an. Das werde ich ganz genau, das Produkt werde ich auch hier drunter verlinken. Das heißt, du hast die Möglichkeit, dasselbe Produkt zu nehmen, welches ich auch zu mir genommen habe.